Chodesh Tov an alle. Heute war Rosh Chodesh Nisan, ein sehr wichtiger, fröhlicher Monat. Wir haben in der Torah gelesen, steht in der Torah geschrieben, Chodesh Azeh Lachem Rosh Chodeshim Rishonu Lachem Lechodesh Hashanah. Ein sehr wichtiger, fröhlicher Monat. Und es gibt auch wichtige, besondere Mitzvot, die wir diesen Monat erfüllen. Allererste, wichtigste, das ist Pesach, das wissen wir alle. Aber noch davor, wir den ganzen Monat Nisan, wir sprechen kein Sündenbekenntnis, wir weder in den Gebeten noch in Kriyat Shema vor dem Schlafen gehen. Wir sagen nicht Chatatya, Abidati, Paschatya, eine besondere Mitzvah, unsere Sünden zu bekennen. Damit werden unsere Sünden gelöscht. Aber Monat Nisan brauchen wir das Ganze nicht. Auch ohne dem, Gott vergibt unsere Sünden. Nur wichtig, wenn jemand unabsichtlich irgendwie, irgendwann, irgendwo im Monat Nisan irgendeine Sünde unabsichtlich begangen hat, so soll er sagen, Chatati Aviti Paschat, ich habe dies und jenes gemacht. Zum Beispiel am Schabbat, unabsichtlich, du hast das Licht eingeschaltet, ups, Schabbat. Da musst du sagen, Chatati Aviti Paschat, ich habe unabsichtlich am Schabbat das Licht eingeschaltet. Obwohl es Schabbat ist, auch am Schabbat sprechen wir keine Sündenerkenntnis, obwohl es Monat Nisan ist, trotzdem, wenn es was Spezifisches ist, darf man es tun. Dann, wir haben schon heute begonnen, die Opfergabe der 12 Fürste zu lesen. Jeden Tag, die ersten 12 Tage vom Monat Nisan, jeden Tag lesen wir die Opfergabe von dem einen Fürst, der damals sein Opfer dargebracht hat. Weil am ersten Nisan, das war die Sensation der Welterschaffung. Da hat das Volk Israel den Mishkan, den Tempel in der Wüste aufgebaut und da wurde es entweiht im Monat Nisan. Im Monat Nisan, das war der erste Tag und seitdem, jeden Tag, wegen diesem großen Ereignis, jeden Tag hat ein Fürst von einem Stamm ein Opfer dargebracht. Und zur Erinnerung an dem, wir lesen jeden Tag diesen einen kurzen Abschnitt in der Torah über den einen Fürsten, steht in den Sidurim am Ende, Lechodesh Nisan, und dort steht geschrieben für jeden Tag, für den ersten Tag, zweiten Tag und so weiter. Jeden Tag kurzer Abschnitt vom Monat Nisan. Dann haben wir eine besondere Mitzvah, über die ich eigentlich heute reden will. Und zwar, diese Mitzvah ist ein Segensspruch, den wir über die Bäume sprechen. Dieser Segensspruch, das ist ein Segensspruch, den man einmal im Jahr sprechen darf und insbesondere im Monat Nisan. Und zwar der Birkat Eilanot, die Gemara, der Talmud, Brachot, Seite 43, schreibt uns, Hayotze Bemei Nisan, jemand, der rausgeht im Monat Nisan und sieht Bäume, die beginnen zu blühen, dann soll er das sprechen. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelo chiser beolamo klum, ubara bo beriot tovot, veilanot tovot, lehanot bahem bnei adam. Ich übersetze es. Baruch ata Hashem, gesegnet bist du der Ewige. Elokeinu melech haolam, Gott, König der Welt, shelo chiser beolamo klum, der nichts in seiner Welt verringert hat. Also es fehlt nichts. Dass nichts in seiner Welt fehlt. Ubarabo Briotomot. Und er hat gute Kreaturen erschaffen. Briotomot, Kreaturen erschaffen. Veilanotomot. Und gute Bäume. Lehanot Bahem Bnei Adam. Damit die Menschen von ihnen genießen. Ein Segensspruch, ein sehr wichtiger Segensspruch, den wir einmal im Jahr sprechen dürfen. Und da gibt es jetzt einige wichtige Punkte. Ich werde mal halachisch was beginnen und nachher auch etwas Spirituelles darüber auch erklären. Jetzt, wann sollen wir diesen Segensspruch sprechen? Der Talmud sagt uns, Hayotze Bimei Nisan, im Monat Nisan. Jetzt. Im Monat Nisan, das ist normalerweise gewöhnlich, dass in unseren Ländern, in Israel und hier, normalerweise Monat Nisan, da beginnt der Frühling und das ist
so dass die Bäume beginnen zu blühen in dieser Zeit. Muss es unbedingt im Monat Nisan sein oder nicht? Das ist eine Meinungsverschiedenheit. In der Halacha, Akaf HaChaim, er schreibt, dass es unbedingt im Monat Nisan. Unbedingt im Monat Nisan muss man es so sprechen. Und auch sehr viele andere, meistens auch die Gelehrten, die sich mit der Kabbalah beschäftigen, auch die meinen, unbedingt im Monat Nisan. Aber, und wenn du den Monat Nisan verpasst hast, so meinen sie, sprich den Segensspruch ohne Gottes Namen. Warum? Weil das ist nachher Bracha Levatala. Wenn es nicht im Monat Nisan ist, laut deren Meinung, ist es eine Bracha Levatala und du kannst den Segensspruch nicht sprechen. So hat der Rabbi Benzion Abashaul und viele kabbalistische Gelehrten, das ist ihre Meinung, Monat Nisan kannst du sprechen mit Gottes Namen, nachher hast du die Bracha verpasst eigentlich, weil der Talmud sagt uns, Kol Bracha she'en im Hashem u'malchut, ena Bracha, jede Bracha, wo es kein Gottesnamen vorhanden ist und kein Königreich, Melech Haolam, König, dann ist es keine Bracha. Darum, es ist gut, um ein gutes Gewissen zu haben und irgendwie, aber es ist keine Bracha. Es ist keine Bracha. Das macht man normalerweise, wenn du einen Zweifel hast. Muss man eine Bracha sagen? Muss man keine Bracha sagen? So bist du dann nicht weiß, Safek Brachot Lakel, du darfst keinen Segensspruch sprechen, aber einfach so ohne nichts, sag zumindest die Bracha ohne den Gottesnamen, damit du kein Verbot der Torah begehst, weil genauso wie wir verpflichtet sind, eine Bracha zu sprechen, auf jeden Genuss, den wir auf dieser Welt genießen, ist genauso und umso mehr dürfen wir keinen umsonstigen Segensspruch sprechen. Weil da begehst du das Verbot, das in den 10 Geboten geschrieben steht. Lotisa et Shem Hashem Ulech Alashab, laut Rambam, derjenige, der eine Bracha umsonst spricht, begeht dieses Verbot der Torah, Lotisa et Shem Hashem Ulech Alashab. Darum, wenn du einen Zweifel hast, darüber sind sich alle Gelehrten einig, wenn du einen Zweifel hast, ob du eine Bracha sprechen sollst oder nicht, Bracha ist der Rabbanan, außer Birkat Hamazon. Alle Segensprüche, die wir sprechen, ist ein Gebot der Weisung. Außer ein Segensspruch, das ist das nach, also Tischgebet, Birkat Hamazon. Da muss nur bei allen Brachot, außer Birkat Hamazon, wenn du einen Zweifel hast, muss ich sagen, muss ich es nicht sagen, sag lieber nicht. Warum? Safek, Brachot, Leakel, Zweifel bei einer Bracha ist zum Erleichtern und deswegen musst du es nicht sprechen. Und deswegen, bei jeder Bracha, Safek Brachot Lakel, und auch da, wenn du nicht den Segensspruch sprechen darfst, dann sag zumindest ohne Gottes Namen. Normalerweise, wir haben sehr viele Brachot. Nicht nur auf das Essen, auf jede Speise, die wir essen, müssen wir vorher einen Segen sprechen, auch nach dem Essen. Aber es gibt noch andere Segensprüche, die wir sagen, zum Beispiel, Für Sachen, die wir hören, zum Beispiel, du hast einen Donner gehört, dann gibt es dafür eine Bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shekocho ugvurato male olam. Eine Bracha. Oder du hörst den Shofartum zu Rosh Hashanah. Shel kidishanu mitzotai v'itzvanu lishmoa kol shofar. Du hörst die Lesung, die Vorlesung der Megillah, musst du eine Bracha sagen. Es gibt viele Sachen, wo wir auch eine Bracha sprechen. Außerdem, es gibt auch viele Sachen, wo wir für das Sehen eine Bracha sprechen. Zum Beispiel, wenn du siehst das große Meer, den Ozean. Es steht geschrieben, Haru'e tayam agadol mevarech, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asai tayam agadol. Das große Meer erschaffen hat. Wenn du siehst eine schöne Landschaft, gibt es einen Segensspruch dafür. Wenn du siehst einen König, einen jüdischen König, einen anderen Segensspruch. Du siehst einen nicht jüdischen König, auch dafür musst du segnen. Wenn du siehst einen Blitz, gibt es einen Segen dafür. Wenn du siehst, jetzt zwar gibt es keine Spaziererei, aber du siehst einen Affen, einen Elefant oder einen Igel. Auch dafür, du hast sie gesehen, gibt es einen extra Segensspruch. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, meshaneh haberiot, der die Kreaturen umwandelt.
Darüber gibt es ein Talmud Brachot, Seite 28, Rashi dort erzählt genau, was dort, 58 nun geht, dort erzählt genau, was wir, warum diesen Segenspruch dort, wir sagen auf das. Das heißt, es gibt viele Segenssprüche. Wenn du etwas gesehen hast, musst du darüber segnen. Doch, und auch auf die Bäume. Wenn du siehst, wo die Bäume am Anfang ihrer Blüte, wo sie beginnen zu blühen, die Blumen, Blümchen kommen raus, die Blüten kommen raus. Es sind noch keine Früchte da, die Blüten kommen raus und es ist wunderschön. Du siehst in der Landschaft, du siehst, wie die Bäume schon ganz schön blühen. Sprich diesen einen Segensspruch. Der Unterschied, und ein sehr großer Unterschied ist, zwischen diesem Segensspruch auf das Sehen von den anderen Segenssprüchen, die wir auf das Sehen sprechen. Bei den anderen, zum Beispiel Affe, Donner und so weiter, nur wenn es dazu gekommen ist und du hast Zufälliges gesehen, sprichst du den Segensspruch. Du musst dir keine Mühe geben und jetzt irgendwo suchen, okay, wir sind mit zwar, komm, ich fahre jetzt zum Safari und werde den Affen sehen. Musst du dir keine Mühe geben, um den Affen extra zu sehen. Musst du nicht. Da, bei dieser einen Bracha, bei dem einen Segensspruch, du bist verpflichtet, du sollst suchen und versuchen, irgendwo, irgendwie so einen Baum zu finden, aus bestimmten Gründen. Was ist so besonders? Warum da, Hayotze, du sollst rausgehen und suchen und finden so einen Baum. Warum? Was ist da so besonders? Erstens gibt es da eine große Lehre für uns einmal von den Bäumen, dass wenn du siehst, die jetzt, Monat Nisan, beginnen die Bäume zu blühen, du siehst, wie sie schön blühen, wie wunderschön sie sind und wie sie wachsen. Aber schau, was später passiert. Da kommen noch die Früchte kommen und es wird noch größer. Aber dann kommt der Herbst. Und die Früchte fallen runter, die Blätter fallen runter und der Baum ist ganz nackt, ausgetrocknet und ganz ohne nichts, so wie ausgestorben. Genauso der Mensch. Jetzt beginnt die Zeit der Blüte, wo du jetzt aufsteigst und aufsteigst. Sagt man dir, schau auf die Bäume und lern von denen, dass man ist nicht immer oben. Die Welt ist rund, wie ich so immer schon sage. Ja? Darum sind alle Münzen auf der Welt rund. Einmal bist du oben, dann bist du wieder unten. Man ist nie im selben Status. Ja? Das lernt man von den Bäumen. Auch Ki Adam Etz HaSadeh, weil der Mensch wird mit dem Baum verglichen. Und deswegen eine Zeit, um jetzt Tshuva zu machen. Schau, Gott hat mir so vieles gegeben. Komm, ich muss es ein bisschen schätzen. Ich muss wissen, ich Bach Shemola, danke lieber Gott, dass ich jetzt blühe, dass ich jetzt aufwachse. Aber trotzdem im Hintergedanken schwissen, Moment, mein Lieber, genauso wie die Bäume irgendwann einmal fallen, die Blätter fallen und irgendwann mal ganz nackt und ganz tot sind, auch der Mensch irgendwann einmal nach 120 Jahren ist ganz nackt und wird ganz nackt begraben. Aber auch da sagt man dir, nicht traurig sein. Auch der Mensch, der gestorben ist, wir glauben daran fest, an eins der 13 Hauptsäulen des jüdischen Glaubens ist Tchiat HaMetim, dass Be'ezrat Hashem, bald kommt der Mashiach und die Toten werden, nachdem der Mashiach kommt, werden die Toten wieder aufwachen. Be'ezrat Hashem. Und deswegen, das ist das, was wir von den Bäumen lernen. Darum, damit du diese Tshuva machst, sagt man dir, geh und such dir irgendwo, wo es einen Baum gibt. Dann einen Grund, und das ist genau dann auch der Grund, warum es auch einen Unterschied gibt zwischen den kabbalistischen Gelehrten, also die sich mit der mystischen Torah beschäftigen, und den halachischen Gelehrten. Warum sagen die ausgerechnet Monat Nisan, die kabbalistischen Gelehrten, und der andere Tag ist, muss nicht unbedingt sein, laut Halacha, muss nicht unbedingt sein. Also das heißt, wenn du es nicht geschafft hast im Monat Nisan, kannst du auch segnen nach Monat Nisan. Was normalerweise eigentlich hier in Wien ist es eh so üblich. Ja? Diesen Segen muss man sprechen nur auf Bäume, die Früchte rausbringen. Also nicht auf irgendwelche Bäume, die ohne Früchte sind, sondern nur solche Bäume, die später mal Früchte rausbringen. Oder jetzt, wo du weißt, dass diese Bäume haben früher Früchte rausgebracht. Nur auf solche Bäume kann man segnen.
Auf andere Bäume, Eukalyptus und so weiter, kann man nicht segnen. Auch wenn diese Bäume wunderschön riechen. Wir genießen von dem Geruch. Es müssen essbare Früchte sein, die später von diesem Baum rauskommen werden. Und das heißt, wir segnen diesen Segensspruch nur auf Fruchtbäume. Es gibt, ich bin heute mit dem Auto gefahren, um einzukaufen, und auf dem Weg, ich kann mich erinnern, für diejenigen, die in Wien wohnen, kennen sicher diese Location. Es gibt am Eingang vom Park, Augartenpark, am Eingang von der Kastelitzgasse, gibt es einen großen Baum. Die Schüler, die damals in der ZPC gelernt haben, können sich erinnern, wie damals von der Schule alle rausgegangen sind, und von dort diesen Brombeerbaum gab es dort, diese schwarze, schöne Brombeeren, schmecken sehr gut, Stabachsche Molaad. Und von dort, ja, haben wir gepflückt und gegessen damals. Jetzt, das ist ein Fruchtbaum, der Früchte bringt. Ich habe heute gesehen, es sind noch keine Blüten dort. Das heißt, heute haben wir den 26.03., ja, 26. März. Ich habe heute gesehen, es gibt noch keine Blüten. Wenn es soweit ist, dann kann man dann segnen. Also im Moment, eigentlich rein theoretisch, heute wäre der Tag, wo wir schon beginnen können zu segnen. Wenn du irgendwo zu Hause hast einen Fruchtbaum, der schon Blüten rausgebracht hat, so kannst du sogar in der Nacht beginnen schon zu segnen. Man muss nicht auf 10 Leute warten, das kannst du auch alleine machen, weil heute 10 Leute ist schwer, darf man nicht sich versammeln. Diese Mitzwa kann man auch einzeln sprechen, diese Bracha. Das heißt, hier in Wien geschieht auch in sehr vielen Jahren so, dass man es erst nach dem Monat Nisan, die Bäume beginnen zu blühen. In so einem Fall, man darf, halachisch, so schreibt Rav Ovadia Yosef, man darf laut Halacha, darf man auch später die Bracha mit Gottes Namen sprechen. Obwohl Kaf Vachaim es sagt nein, aber trotzdem, Rav Ovadia Yosef, er bringt auch sehr viele Argumente für seinen Psak Halacha. Es ist erlaubt, auch nach Monat Nisan. Nur er selber schreibt, bevorzugt ist es unbedingt im Monat Nisan. Das heißt, wenn du weißt, es gibt einen Baum, der schon Blüten rausgebracht hat, gib dir Mühe, such diesen Baum und sprich sofort diesen Segensspruch. Warum gibt es jetzt diese Meinungsverschiedenheit zwischen der Kabbalah und der Halacha bezüglich dem Segensspruch unbedingt im Monat Nisan? Was ist so, wenn ich habe es später gemacht oder früher gemacht, sondern die Briotovot, was wir gelesen haben in der Bracha, ja, Shelo chiser bolam ubarabo Briotovot, Vilanotovot, der gute Kreaturen und gute Bäume erschaffen hat. Gute Bäume, ich weiß, ich stehe jetzt vor dem Baum. Aber was sind denn diese Kreaturen und gute Kreaturen? Sagt Rabbi Shimon Baruch Haim Zohar HaKadosh, dass diese Kreaturen, damit wird gemeint, die Seelen, die Neshamot, das Spirituelle. Das heißt, wir haben nicht nur die materielle Welt, die wir mit unseren materiellen Augen sehen, sondern es gibt auch die spirituelle Welt. Es gibt Seelen, wir haben den Körper, den wir fühlen und sehen, aber jeder von uns hat in seinem Inneren auch die Seele, spirituelle Seele. Und die Seele ist etwas, was wir nicht sehen. Und wir segnen da, das bezieht sich auf die Seelen. Darum, auch die kabbalistischen Gelehrten, sie meinen, dass man am Schabbat diesen Segensspruch nicht sagen soll. Yom Chol, an normalen Tagen, ja, am Schabbat nicht. Nochmal, Halacha ist erlaubt sogar am Schabbat. Sicher, wenn man in einem Platz ist, wo es einen Eruf gibt, dass man den Siddur nicht tragen muss. Ja. Aber sonst, laut Halacha, ist es erlaubt sogar am Schabbat. Kabbalistische Lehre? Nein, warum? Wegen Borer. Du darfst am Schabbat nichts auslesen. Auslesen, wenn du eine Vermischung hast, du darfst von der Vermischung nichts rausnehmen. Das nennt man Borer. Wir haben auf YouTube gibt es einen extra Shiur, eine ganze Playlist. Die ist noch nicht fertig, wird noch weiter ergänzt bei Ezrat Hashem. Aber eine große Playlist über die Schabbat-Gebote. Ein Shiur über Borer. Ich glaube sogar mehrere Shiur über Borer. Über das Auslesen. Und dort auf YouTube kann man nachher sehen, auch genau diese Melechet Borer über das Auslesen. Die kabbalistischen Gelehrten meinen, dass beim Segnen von diesem Segensspruch am Schabbat geschieht Melechet Borer. Warum? Es ist so, dass
Wie wir alle wissen, wir befinden uns hier auf dieser Welt. Die Welt ist offen. Jeder kann machen, was er will. Gott hat dich auf diese Welt gebracht. Du hast zwei Wege vor dir. Du kannst das Gute tun und später dafür belohnt werden. Oder das Schlechte tun, das Böse tun und später das Gegenteil bekommen. Beides kommt von Gott. Sowohl das als auch das andere. Und du hast die freie Wahl. Du kannst wählen A oder B. Wenn du den ersten Weg, den guten Weg ausgewählt hast, dann, du bist ein guter Mensch gewesen, du hast Mitzvot gemacht und so weiter, dann, nach 120 Jahren, kommst du ins Paradies, Gan Eden und Bezrat Hashem, Shtabach Shem Olam. Aber Chas V'Shalom, wenn nicht, dann gibt es auch die Hölle, Gehenom, für diejenigen, über die wir zwar sehr ungern sprechen, aber sie gibt es, gibt die Hölle. Und für diejenigen, die nicht Gottes Weg gegangen sind, für die gibt es die Hölle, Chas V'Shalom, nicht auf uns gesprochen. Aber es gibt manche, die weder da noch dort sind. Man kann sie nicht ins Paradies bringen, weil sie haben gesündigt und Sachen gemacht, wo es nicht korrekt ist, sie ins Paradies zu bringen. Aber man kann sie auch nicht in die Hölle bringen, weil auch da, sie haben auch bestimmte Gebote gemacht, die sie vor der Hölle schützen. Was gibt es dann als für diese Leute, die weder da noch dort, dafür gibt es Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot, das heißt, dass die Seele wieder zurückkommt auf eine zweite Chance. Das heißt, man gibt der Seele noch eine zweite Chance, kommt wieder auf diese Welt runter und beginnt wieder alles von Anfang, alles von neu. Und wenn man Glück hat, dann wird man wiedergeboren als ein Mensch. Und ein wiedergeborener Mensch, er kann sich nicht erinnern, das, was er im vorigen Gilgul, im vorigen Leben war. Es geht ganz normal. Es gab einzelne Fälle, man hat gesehen, es gab eine Dokumentation in Israel bei den Beduinern. Dort gab es ein, zwei Leute, die sich noch daran erinnern konnten und haben erzählt, was sie gesehen haben, wie, was, wo. Aber lass mal das. Normalerweise, der Mensch erinnert sich nicht daran, weil sonst wäre das keine Kunst. Wenn ich weiß, was mein Fehler im vorigen Leben war, dann werde ich nur mich mit dieser Sache beschäftigen und das andere vernachlässigen, und das will Gott nicht. Deswegen, wir als Menschen vergessen es nicht. Jetzt, in diesem Monat Nisan, im Monat Nisan, der Zohar HaKadosh schreibt Monat Nisan und Monat Tishrei, beide Monate sind sehr hoch erhobene Monate, wo die Seelen eine viel größere Chance haben, wieder zurück zu ihrem Ursprung zurückzukehren. Aber, ich werde noch dazu kommen, wenn man kein Glück hat, was heißt kein Glück, wenn man nicht würdig ist, als ein Mensch wiedergeboren zu werden, so gibt es manchmal bestimmte Sünden, wo man auch als Tiere oder als Gegenstände wieder auf diese Welt kommt. Aber da ist es anders. Da weiß dieses Tier und dieses Gegenstand, dass er vorher ein Mensch war, dass er vorher gesündigt hat, und egal wie viel er weinen will, es kann nicht weinen. Das heißt, du hast mir schon nicht auf uns gesprochen, jemand kann als ein Stein, als eine Fliese kann er runterkommen, und Leute kommen und treten auf diese Fliese, takartupur, takartupur, und diese Fliese, sie kann sich erinnern, ich war damals ein Mensch. Und bis diese Fliese kaputt geht, so ist diese Seele drin. Kaputt gegangen ist, man schmeißt sie weg, aus. Dann hat diese Fliese schon ihre Pflicht erfüllt und die Seele geht wieder zurück. Und auch als Tiere. Es gibt der Rabbeinu Chaim Vital Arizal, Rabbi Chaim Vital bringt im Namen von Arizal, auch bestimmte Sünden, wo er auch sagt, wie auf diese Welt nachher zurückkommt. Zum Beispiel, wenn jemand gewohnt war, Lashon Hara zu sprechen, immer üble Nachrede zu sprechen, sagt Arizal, dass diese Person wird wiedergeboren, wiederkommen auf die Welt als ein Hund.
Ein Hund bellt, waff, waff, waff. Heutzutage ist irgendwas gemacht, dass die Hunde nicht bellen können. Ja, aber trotzdem, Vayikra la Noach, Bishmo la Lashon Hara Noach. Das heißt, der Mensch, der Lashon Hara redet, er kommt nachher als ein Hund wieder auf diese Welt. Oder Kaninchen, wenn jemand, einer von denen war, die ihr gleiches Geschlecht liebten, ja, diese Regenbogenparade und so weiter, Bar Minan, diese Leute kommen als Kaninchen zurück. Warum? Was ist bei Kaninchen, was hat das für einen Zusammenhang? Weil ein Kaninchen, so steht geschrieben, dass ein halbes Jahr ist es männlich, ein halbes Jahr ist es weiblich. Das heißt, es kann sich nicht entscheiden, was es ist, männlich oder weiblich. Genau diejenigen, die sich nicht entscheiden, was sie sind, weder männlich noch weiblich, genau die kommen wieder als ein Kaninchen. Und dieses Kaninchen weiß, ich war damals ein Mensch. Und wegen dem, was ich damals gemacht habe, bin ich jetzt das Kaninchen. Oder diejenigen, die mit ihren Augen schauen, wo sie nicht hinschauen dürfen. Ja, auf nicht bescheidene Frauen, die Luzernur sind und so weiter. Diese Leute, die kommen wieder als ein bestimmtes Adler, sein Name ist Ra'a. Der Talmud sagt, Ra'a schwebt ganz hoch, kann fliegen ganz hoch. Und er hat solche scharfe Augen, dass er sehen kann, von Eretz Israel kann er sehen, eine Nevela in Babel. Sehr scharfe Augen, von sehr weitem kann er sehen. Und jetzt genau dieser Ra'a, der gut sehen kann, man bringt diese Person nachher, man bringt dich, derjenige, der mit seinen Augen geschaut hat, wo man nicht hinschauen darf, bringt man ihn wieder als Ra'a. Und dieser Adler, er weiß, ich war damals ein Mensch. Ich habe damals Mitzvot gemacht und jetzt muss ich hin. Und mein Futter, was ich jetzt esse, sind Leichen und Barminan, Chasme Shalom. Oder wenn jemand reich war und geizig war, er kommt wieder auf diese Welt als eine Maus. Als eine Maus. Warum? Ki achbara de shachim al dinare, gibt es einen Ausdruck im Talmud, so wie eine Maus, die auf vielem Geld sitzt und davon keinen Nutzen hat. Das heißt, Leute, die reich sind und Wotakoi Bunker sind, diese Leute kommen später als eine Maus. Darum muss man aufpassen, manchmal du siehst irgendein Tier. Das ist noch ein zusätzlicher Grund, warum die Tora uns sagt, pass auf, mein Lieber, tu keine Tierquälerei. Du weißt nicht, vielleicht ist jetzt diese eine Maus, die du jetzt töten willst oder die du jetzt quälen willst, vielleicht ist es, hast du schon nicht auf uns gesprochen, ja, aber kann sein, dass es vielleicht irgendein Verwandter von dir ist, der damals reich war und geizig war. Und du quälst ihn. Und er weiß, das ist mein Urenkelkind. Und schau, wie er mich quält. Psch, ui, Gewalt. Ja, darum muss man aufpassen, keine Teequäler reinzumachen. Zusätzlich zu dem, ja, zusätzlich. Und auch man kann auch kommen auf, die Seele kann wieder zurückkommen, auch in bestimmte Pflanzen. In bestimmte Pflanzen. Und wie wird das Ganze wieder gut? Bei den Tieren, bis dieses Tier stirbt, er hat seine Aufgabe erfüllt. Dann kommt die Seele wieder zurück zu ihrem heiligen Platz. Bei den Gegenständen, bis es wieder kaputt wird. Oder bis die Zeit, die man bestimmt hat. Bei den Pflanzen. Bis diese Pflanzen, bis man sie auf sie segnet. Bis man eine Bracha auf ihre Früchte sagt. Und auf das. Und normalerweise, darum muss man sehr, sehr aufpassen bei jeder Bracha, die wir sprechen. Wenn du gehst zum Supermarkt und du kaufst jetzt Äpfel. Du schaust, nein, er ist nicht rot genug auf die Seite. Das ist ein schöner Apfel, den nehme ich. Ja? Oder nein, und du suchst dir 2-3 Kilo Äpfel aus und du glaubst, du selbst hast ausgesucht, welchen Apfel du willst und welchen du nicht willst. Vom Himmel bringt man dir jeden Einzelnen, man nimmt deine Hand und sagt, ich will diesen Apfel. Warum? Weil genau manchmal in den Apfel, den du ausgesucht hast, Gott bringt dazu, dass genau die Seelen, die mit dir verwandt sind, die Seelen, die mit dir verbunden sind, nur du der Einzige bist, der sie wieder gut machen kann und wieder zum heiligen Ort wieder bringen kann. Und wenn du jetzt diese Mitzwa machst, wenn du jetzt segnest auf die Früchte bei einem Tier, eine Seele kommt in ein Schaf hinein, ja? Da kommt es jetzt, es kann, wenn dieses Schaf Glück hat, dann kommt
ein Jude nimmt ein glatt und scharfes Messer, ein Schächter, spricht die Bracha, Asher Kideshanu Metzotah Mitzvanu, alle Shechita, und schächtet es, spürt nichts. Nachher, auf das Essen, wenn es noch zusätzliches Glück hat, auf das Essen, das Fleisch wird vorbereitet, Leute essen das, segnen, sprechen einen Segensspruch dafür. Und diese Seele kommt hinauf, 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 und was? Von diesen Segensprüchen, die man darüber gesprochen hat. Und wiederum, jede Sache, von der du genießt, Gott bringt dazu, auf die man einen Segen sprechen soll, Gott bringt dazu, dass genau die Seelen, die mit dir verbunden sind, in dieser einer Sache sind und du der Einzige bist, der sie wieder gut machen kann. Und wir haben ein Gebot, ein natürliches Gebot, dass diese Seelen, wenn sie sehen, dass du mit einer Bracha ihnen was Gutes gemacht hast, was extrem Gutes gemacht hast, ja, du hast sie gerettet, du hast sie von der Qual, von dieser langen Qual gerettet und sie dorthin gebracht, wo sie sind, sie, diese Seelen, die du wieder gut gemacht hast, die sind, sitzen oben und als Wiedergutmachung, ja, du hast mir geholfen, ich werde dir auch helfen. Sie beten für dich im Himmel, für Gott, dass Gott dich beschützen soll und dir das Allerbeste geben soll. Du genießt mit einem kleinen Segensspruch. Schau, wie viel Gutes du machen kannst. Eine Bracha. Und auch da bei den Bäumen, auch da bei den Bäumen im Monat Nisan. Das ist der Monat, wo alle Seelen von der Hölle, von Gan Eden, alle kommen direkt ganz, ganz hinauf. Und wir mit dieser Bracha, wir bringen sie extrem hinauf. Das heißt, wenn normalerweise, für uns zum Erklären, wenn normalerweise du mit einem Segensspruch eine Seele braucht, sagen wir jetzt, ja, das sind jetzt nicht die richtigen Zahlen, aber braucht zum Beispiel 5 km/h, bis sie langsam, langsam raufkommt, mit im Monat Nisan und im Monat Tishrei, diese 2 Monate, 5000 km/h. Das ist sofort. Und auch die Reichweite geht ganz weit hinauf. Warum? Was ist so besonders an diesen 2 Monaten? Sagt Rabbi Shimon Baruch Haim Zohar HaKadosh, weil diese 2 Monate, die sind befüllt mit vielen Mitzvot. Schon jetzt. Ich bekomme so viele Anrufe heute den ganzen Tag. Kvod Arab, wie mache ich den Ofen Kasher Lepesa? Wie mache ich das? Und welche Mitzvot kann man nehmen? Und was? Obwohl heute sowieso alles schon fertig zum Kaufen ist. Und wir Gott sei Dank in einem extremen Luxus leben. Aber trotzdem, du siehst, jeder ist mit den Vorbereitungen für Pesach und man bereitet sich da und Baruch Hashem. Und das du siehst, sehr viele Mitzvot. Das sind auch im Monat Tishrei. Da wir haben Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, auch viele, viele, viele Mitzvot. Und weil diese Monate so gefüllt mit Mitzvot sind, sagt Gott, da gibt es eine extreme Kraft, wo alles ganz schnell raufkommt. Und deswegen müssen wir uns sehr, sehr darauf Acht geben und diese Brachot zu sprechen. Jetzt einige wichtige Punkte, wann und wo man sollte versuchen, das Ganze so schnell wie möglich. Sicher, wenn die Blüten schon rausgekommen sind, aber die Früchte noch nicht draußen sind. Weil es ist normalerweise, wie ist es bei den Fruchtbäumen, es kommen die Blüten raus, nachher fallen die Blüten ab und da kommt nachher die Frucht raus. Wenn es aber zum Beispiel, sind schon am selben Baum, einige Früchte sind schon gewachsen, aber du siehst noch, bei anderen Plätzen gibt es noch die Blüten, kannst du trotzdem noch darüber segnen. Kannst du trotzdem auf diesen Baum, über diesen Baum segnen, ist kein Problem. Dann, wir sprechen nicht den Segensspruch Shechianu auf diese Bracha. Shechianu, Bikimanu, Vigianu, obwohl es einmal im Jahr ist. Trotzdem, wir sprechen darüber nicht den Segensspruch Shechianu. Warum? Weil der Segensspruch Shechianu, den sprechen wir später auf die Früchte. Darum sehen wir das nicht. Und wie gesagt, den ganzen Segensspruch sprechen wir nur einmal im Jahr. Zum Beispiel, wenn du jetzt warst, was dieses Jahr nicht aktuell ist, aber stell dir vor, du warst jetzt in Israel. Dort hat schon begonnen zu blüten. Dort ist wärmer. Hast den Segen schon gesprochen. Du kommst einen Monat später, kommst nach Wien und erst jetzt, nach einem Monat, beginnen die Blüten zu blüten. Sprich den Segenspruch,
Nein. Kannst du nicht mehr sprechen, weil du hast ja schon einmal in diesem Jahr gesprochen. Dann, man muss es sehen, gesehen haben, es ist Birkatari, ja, und deswegen, diesen Segensspruch kann ein Blinder, ja, kann nicht diesen Segensspruch sprechen. Dann, was müssen wir noch wissen? Jetzt, es gibt manchmal Bäume, die sind in einem Privatgrund. Selbstverständlich, du darfst ohne Erlaubnis nicht in den Privatgrund reindringen. Aber wenn du draußen stehst und den Segensspruch sprichst, ist erlaubt. Ist erlaubt, du kannst von draußen sehen. Wenn du die Blüten von draußen siehst, ohne dort reinzukommen, ist es erlaubt. Wichtig ist, dass manchmal, besonders im Freien und neben den Bäumen, da gibt es manchmal Spuren von Hunden, die dort waren. Also Hunde haben dort ein bisschen Scherzart gemacht. Und in so einem Fall muss man aufpassen, dass man nicht neben dem segnet. Grundsätzlich, du darfst keinen Segensspruch sprechen, neben etwas, also Kot und so weiter, und aber auch nicht an einem Platz, wo es schlecht riecht. Wenn irgendein Gestank dort ist, darfst du nicht den Segensspruch sprechen. Das heißt, du musst dich entfernen von dem schmutzigen Ort, 4 Ellen mindestens, ab dem Zeitpunkt, wo der Geruch aufgehört hat. Du gehst, riechst, noch immer Geruch, gehst, okay, jetzt riecht man nicht. Von dort gehst du 4 Ellen zurück. Wenn du noch siehst, dann kannst du den Segensspruch sprechen. Nicht nur über die Bäume den Segensspruch. Grundsätzlich, du bist draußen irgendwo, willst einen Segen sprechen, auf einen Apfel oder irgendetwas. Nur wenn das Ganze ist. Dann, auch die Frauen sprechen diesen Segensspruch. Birkat Elanot. Ah, Moment, wir haben eine Grundregel. Jedes Gebot, das eine bestimmte Zeit hat, davon sind die Frauen befreit. Das ist ein Gebot und es hat eine bestimmte Zeit. Trotzdem müssen es die Frauen, sollen und müssen die Frauen diesen Segensspruch sprechen. Warum? Weil es ist nicht die Zeit, sondern es ist die Situation. Weil es ist nicht das ausgerechnet, wie gesagt, Monat Nisan, sondern sobald es blüht, wenn es blüht jetzt nächsten Monat, dann sprichst du es nächsten Monat. Das heißt, es ist nicht bedingt auf eine Zeit, sondern es ist bedingt auf eine Situation. Und darum sprechen auch die Frauen diesen Segensspruch. Was jetzt aktuell ist, man könnte sagen, vielleicht kann man durch WhatsApp, FaceTime, Skype und so weiter, dass man es mit einer Live-Übertragung den Segensspruch spricht. Nein, du musst live dort neben dem Baum sein und sehen den Baum. Du musst jetzt nicht deine Brille ausziehen. Du kannst es auch durch ein Fenster sehen. Ist auch möglich. Ja? Aber du musst dort live den Baum sehen und nicht durch eine Übertragung, Videoübertragung. Das geht nicht. Wie gesagt, auch am Schabbat darf man es tun. Und Asteipel, der Vater von Rav Chaim Kanevski, sagt, dass diese Bracha hat auch eine besondere Sgula für Yirat Shamayim. Das heißt, diejenigen, die diese Bracha mit Kabbana sagen, bekommen auch eine Yirat Shamayim. Und Bezad Hashem, dass Gott uns allen hilft und bringt Bezad Hashem diese Bracha und auch alle anderen Brachot ordentlich zu erfüllen. Arizal, der Meister der Kabbala, man hat ihn gefragt, wie hat er es erreicht, so hoch zu kommen zu dem, was er gekommen ist. Er war jung. Er ist sehr jung gestorben, nicht einmal 40. Ja? Und wie ist er dazu gekommen, so hochwertig, so ein großer Genie zu sein? Er hat gesagt, 2 Sachen, auf die er aufgepasst hat. 2 leichte, aber sehr schwierige Sachen. Erste Sache, jeden Segensspruch, den er gesprochen hat er mit voller Andacht gesagt. Er hat gedacht, Moment, was segne ich? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei pri haetz, der den Fruchtbaum erschaffen hat. Ja, jeden Segensspruch hat er mit großer Kabbana, mit großer Andacht gesagt. Zweite Sache, bei jeder Mitzvah war er fröhlich, als hätte er Millionen gewonnen. Euro-Millionen. War sehr fröhlich. Ich kann es hinlegen, ich kann es... Er war bei jedem Mitzvah fröhlich. Und deswegen bei dem Brachot, aufpassen, jede Bracha wortwörtlich aussprechen. Man sollte auch jede Bracha in 3 Stücke teilen, damit man es nicht alles auf einmal liest. Ja? Baruch atah Hashem, Pause. Elokeinu melech haolam, Pause. Und dann, Shakol ne'abid varo und so weiter.
Und dank dem soll Gott uns jeden einen vollen Segen geben. Dass wir endlich alle von dieser Krise befreit werden, dass keiner von uns erkrankt, dass keiner von uns einen Schaden davon bekommt. Und dass wir bald nicht zur selben Situation wie damals, sondern zu einer viel besseren Situation kommen. Und dass auf uns alle das geschrieben, das was im Talmud geschrieben ist, Ben Nisan Negalu und Ben Nisan hat die Dinge gehört, dass wir das dieses Jahr erleben sollen. Im Monat Nisan wurden wir damals erlöst und im Monat Nisan werden wir Bezrat Hashem erlöst. Und wie ich bemerkt habe, dieses Jahr ist es genau, sind genau dieselben Wochentage. Shabbat HaGadol ist genau Shabbat, wie es war. Donnerstag ist genau, das heißt genau dieselben Wochentage wie damals. Wer weiß, bitte lieber Gott, dass wir noch dieses Jahr erlöst werden. Dieses Jahr soll Mashiach kommen und der Mashiach, er wird uns genau sagen, wie wir von all diesen Krisen und Situationen rauskommen. Er wird uns von allem rausbringen und erlösen. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.